Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y. Nachdem wir uns in der letzten Episode hier in Batiga City ein wenig näher mit der Kontakt-Safari vertraut gemacht haben, in der man ja über die Freundescode seiner registrierten Freunde auf dem 3DS dann dementsprechend neue Pokémon ergattern kann und nachdem wir uns dann hier das Kampfhaus, so gesehen eine Art Duellturm, angeschaut haben, werden wir dann in dieser Episode mit einer kleinen, noch wirklich ganz kleinen Sache hier in Batiga City fortsetzen. Oder fortführen. Und zwar ist es so, wenn man einmal das Kampfhaus betreten hat, ein kleines Kämpfchen gemacht hat, wird hier oben Serena bzw. Kalem, je nachdem ob man ein Junge oder ein Mädchen ist, in unserem Falle dann Serena, auf uns warten und sich ein letztes Duell mit uns liefern. Oder was heißt ein letztes Duell? Einen finalen Showdown wird es geben. Und danach habe ich noch eine weitere kleine Überraschung für euch auf Lager nach diesem Kampf. Hey Fabi, lass uns gegeneinander kämpfen und du wirst ein blaues Wunder erleben. Gerne doch. Dann werden mein Pokémon-Team und ich dich mal gehörig in Staunen versetzen. Na, da bin ich doch mal gespannt, liebe Serena. Was hast du denn nun zu bieten? Wer aufmerksam hingeschaut hat, sieht jetzt auch. Schaut an ihren linken Arm dran. Sie hat einen Mega-Ring. Und sie hat 6 Pokémon. Also wenn das nicht mal ein spannender Kampf werden wird. Gut, auf jeden Fall wird hier erst einmal, ja, Psyagon in den Kampf geschickt auf Level 66. Da würde ich erstmal probieren, ja, okay, Mogelhieb, natürlich, da kann man schlecht was machen. Aber ansonsten würde ich da erstmal probieren, schön mit Flammenwurf ein wenig soliden Schaden rauszuhauen. Muss ja auch nicht so viel sein, wunderbar. Die Psychokinese, die stecken wir eigentlich locker weg, kann man sagen. Ja, da ist es locker weggesteckt. Und dann kommt ein weiterer Flammenwurf, weil wir so viel Schaden mit dem Flammenwurf austeilen, dass ein weiterer zum K.O. von Psyagon ausreicht. Gut, damit erreicht Gengar sogar Level 77. Und als nächstes kommt Blitzer in den Kampf. Da geht Pfingst natürlich komplett unter. Und da probieren wir es natürlich lieber mal mit einer schönen, ja, Geistattacke. Wir werden mal, ja, in der Mega-Entwicklung dann, denke ich mal, den Spukball ausprobieren. Gut, Blitzer wird in Kampf geschickt, Level 66, Level 77, genau, 11 Level drüber. Wir können es natürlich auch mit dem Zertrümmerer probieren, obwohl wir hier immer noch bedenken müssen, Zertrümmerer ist Kampf, das wird nicht so viel auf Elektro machen, nicht mit Boden verwechseln, wie ich es denn des Öfteren tue. Nee, 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 da holen wir lieber Mega-Gengar raus und machen nicht Zertrümmerer mit ihm, sondern lieber einen Spukball. Und wieso sage ich mit ihm? Unser Gengar ist doch weiblich, Mensch, Mensch, Mensch. Na gut, da kommt die Donnerattacke, sehr episch inszeniert, alles klar, geht aber eigentlich auch noch, kann man gut vom Schaden her aushalten. Ein weiterer Spukball genügt dann aber auch, um Blitzer zu vernichten. Gut, dadurch erhalten wir einen massigen EP-Schub, Iggy erreicht dadurch auch Level 72 und als nächstes kommt Phoenixes in den Kampf. Das ist von Typ Psycho, ja, da bleibe ich doch drin. Gut, es ist zwar Feuerpsycho, aber es ist auch vom Typus Psycho, also sage ich mal, wieso denn kein Spukball? Bitteschön. Und tschüss. So viel zu Phoenixes auf Level 70. Gut, als nächstes kommt Pixie in den Kampf. Ja, da bleibt Gengar auch mal drin. Pixie hat jetzt nämlich auch, ist ja ein Pokémon aus der Generation 1, hat jetzt ja auch, ja, den Feentypus bekommen, wodurch wir mit Giftschock sehr viel Schaden einrichten können. Und vor allen Dingen ist es auch sehr ironisch, wenn Gengar und Pixie gegeneinander kämpfen. Denn, schaut euch mal Pixies Ohren an. Okay, jetzt sind wir in der Mega-Gengar-Form, aber ansonsten hättet ihr euch Gengars Ohren mal anschauen müssen. Oder allgemein, der Body-Shape, die Form. Es sieht so aus, als wäre Gengar ein böser Doppelgänger. Das wäre dann auch eine schöne Wortanspielung oder ein schöner Wortwitz. Wenn Gengar der böse Doppelgänger, ja, von Pixie wäre, wäre auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Gibt unzählige Theorien dazu und ich würde sagen, das ist auch relativ wahrscheinlich. So Pixie, das gute Feen-Pokémon und Gengar, das Böse in Person. Gut, auf jeden Fall levelt Mizukani auf Level 75 auf und als nächstes kommt Altaria rein. Ja, bei Drachen-Pokémon, was machen wir da, was machen wir da? Feenattacke oder nee, wisst ihr was, wir machen das so, Mizukani kann ja den Eisstrahl verwenden. Gut, da ist Mizukani auch schon im Rennen, Altaria wird natürlich auch in den Kampf geschickt, Level 67 sollte nicht die große Gefahr darstellen, ein Eisstrahl sollte da schon zur Vernichtung reichen, oder? Nee, ich glaube 2, oder? Hm, ja, ganz knapp 2,
Jo, Vertrauenssache, flüster mir irgendetwas zu. Das wird dir relativ wenig bringen, wenn mein Spezialangriff sinkt. Denn dieser Allstrahl wird dich so oder so vernichten werden. Und kaboom. Wunderbar. Gut, dadurch erreicht Vivian Level 69. Gengar Level 78. Und als nächstes kommt ein Absol rein. Gut, da werde ich natürlich Punchy rausholen. Und wer jetzt so ein bisschen, obwohl Punchy, na, Punchy eher weniger. Jetzt überlege ich gerade nochmal, was auf Unlicht sehr effektiv war. Soll ich Gengar rausholen? War das mit Unlicht so? Ach, komm, Gengar tritt einfach gegen das Absol an. Denn, wie ihr sicherlich wisst, erahnen könnt, ich habe ja auch den Mega-Ring an ihrem Handgelenk angespielt. Dieses Absol hier vorne hat eine kleine Besonderheit, denn der Absolnit reagiert auf den Mega-Ring und da haben wir das anmutige und starke Mega-Absol. Gut, der Spukball kommt und trifft, ja, relativ in Ordnung. Aber danach aktiviert mich vernichten, bin ich ganz fest von überzeugt. Da war ich so überzeugt wie, ich weiß, kein anderer. So, ja, dann würde ich einfach sagen, Pfingsti kommt noch rein. Also irgendwas relativ klar, dass hier eine Unlichtattacke kommen wird, die uns natürlich sehr effektiven Schaden zufügt. Dennoch war ich mir gerade zum einen mit den Typen unsicher und zum anderen dachte ich, es wäre einfach mega episch, die beiden Mega-Entwicklungen gegeneinander kämpfen zu lassen. Gut, so mega war das Absol jetzt auch nicht. Ja, und dadurch ist eigentlich auch schon der Kampf vorbei, wenn ich ehrlich bin. Ich werde herausfinden, was deine Stärken sind und aus meiner Niederlage lernen. Ja, das hast du schon vor, ich weiß nicht, am Beginn des Abenteuers gesagt. Ist was draus geworden? Na, eher weniger. Hey, Fabi, das ist für dich. Wir erhalten den Absol-Nied. Ich habe zwei Absol-Nied-Steine gefunden, aber ich teile sie mit dir. Hoffentlich lindert dies den von Flordelis gefühlten Schmerz ein wenig. Ich soll dir von Professor Platin ausrichten, dass es ihm offenbar gelungen ist, das Geheimnis um Mega-Ring und Mega-Stein teilweise zu lüften. Er dürfte wohl bei der Sonnenuhr in Fluxia City auf dich warten. Gut, damit hätten wir einen kleinen Hinweis, wo auch unsere Reise dann demnächst hingehen wird, nämlich nach Fluxia City zur Sonnenuhr. Aber bevor wir uns aufmachen zu Fluxia City und der coolen Sonnenuhr und dort mal mit Professor Platin quatschen werden, werde ich jetzt nochmal den Absol-Nied ausprobieren. Ich werde sicherlich irgendwo ein Absol haben, hoffe ich doch. Hier auf jeden Fall gerade erstmal nicht. Habe ich hier eins, sieht nicht so aus. Auch eher weniger. Wird hier irgendwo eins bei sein? Nein. Hier nicht. Hier auch nicht. Habe ich echt kein Absol? Das wäre ja echt eine Verarsch. Irgendwo muss ich doch ein Absol haben, oder? Mensch, das kann ja jetzt nicht sein. Irgendwo muss ich doch eins haben. Wenn nicht, dann werden wir uns einfach ein Absol fangen. Kann natürlich auch sein, dass ich gerade eins übersehe, weil ich würde doch schon ganz gerne noch das Mega-Absol demonstrieren. Aber es kann wie gesagt auch einfach sein, dass ich hier irgendwo ein Absol übersehe. Vielleicht hier vorne irgendwo, kann natürlich auch sein. Box 1 sieht nicht so aus. Hier auch nicht. Nee, anscheinend habe ich doch kein Absol. Gut, Leute, dann werden wir uns eben eins fangen. Gar kein Problem. Dann tue ich mal kurz Vivian raus. Auf Box 4 natürlich. So. Ist ja gar kein Problem. Dann werden wir uns ganz, ganz schnell ein Absol in unser Team holen. Denn ich würde noch gerne, wie gesagt, die Mega-Entwicklung demonstrieren. Und so habt ihr dann auch indirekt eine kleine Überraschung. Gut, Absol gibt es natürlich in der Nähe von Relivera City. Da werden wir uns dann einmal hinbegeben. Einmal Flugexpress bitte. Whoop. Auf geht's, Pfingsti. Und dann werden wir uns hier mal ein Absol unter den Nagel reißen. Gut, obwohl in Relivera City, das war ein bisschen zu weit. Vielleicht hätten wir dann doch lieber, ja, was wollte ich sagen? Nicht Relivera, sondern Petrovia nehmen sollen. Stimmt, stimmt, stimmt. Petrovia ist ja die Stadt, die oben ist. Wäre vielleicht cleverer gewesen, aber ich meine, ob wir jetzt... Ja, komm, der Fahrradweg, der war jetzt doch auch ganz nett. Ob wir jetzt direkt nach Petrovia geflogen wären oder... Ach, das passt schon, Leute. So sind wir ja schlussendlich doch in Petrovia angelangt. So, und dann geht's hier oben natürlich hoch.
Hier springen wir natürlich dann einmal kurz rüber. Hopsa, 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 hepsa, hopsa, hopsa, hepsa, hey. So, und hier werden wir doch irgendwo ein Absol finden. Leider treffen wir aber als erstes auf einen Linfu. Dennoch weiß ich, und das wisst ihr auch, weil wir es hier schon im Let's Play gesehen haben, gibt es hier ein Absol zu finden. Das will ich mir halt unter den Nagel reißen, um dann schlussendlich auch die Mega-Entwicklung demonstrieren zu können. Jetzt kommt aber erst auch mal noch eine Massenbegegnung, okay. Massenbegegnung mit, ja, Vibitis und Sengo. Okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich wäre dann doch ganz gerne bei meinem Absol. Also, das würde ich viel besser finden. Auch wenn ihr jetzt schon bei Sirena die Mega-Entwicklung von Absol gesehen habt, würde ich es dann doch nochmal ganz gerne selber demonstrieren. Gut, Drifblon brauche ich auch nicht unbedingt. Ich bleibe dann, wie gesagt, doch lieber bei meinem Absol. Was wir dann auch, ja, hier auf der Route direkt demonstrieren können, wenn wir es denn gefangen haben. Also ein Flottball fängt es ja bei voller KP. Ich hoffe einfach mal, dass ein Flottball das dann auch tun wird. Wenn wir den ersten überhaupt eins finden, denn wenn hier nur Drifblons kommen, irgendwelche Massenbegegnungen oder Linfus, dann wird das wohl eher weniger was werden. Aber dennoch werden wir hier durchaus eins finden können. Da bin ich mir so ziemlich sicher. Vielleicht ist es ja sogar schon das nächste hier. Nein, das ist ein Spoink. Aber ich würde auch sagen, wir schauen uns nur noch einen Pokémon-Kampf an. Und wenn das dann kein Absol ist, dann werde ich die Folge ein wenig schneiden. Denn ansonsten ist es ja auch relativ uninteressant für euch, wenn ihr die ganze Zeit hier nur seht, wie ich irgendwelche wilden Pokémon hier herbeirufe. Und davon dann letzten Endes keines ein Absol ist. Ja, das ist eine Skala eindeutig, kein Absol, also würde ich sagen, bis gleich, Leute. Da hätten wir auch endlich ein Absol. Ich war jetzt ganz überrascht, ich habe jetzt ein wenig noch herumgesucht, hätte gar nicht mehr damit gerechnet, dass hier überhaupt noch ein Absol auftaucht. Ich habe ehrlich gesagt auch schon die Chance aufgegeben, dass es hier überhaupt Absols gibt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber nein, es gibt noch Absols und dann kommen die natürlich direkt aus dem Flottball raus. Das ist natürlich mies. Und ich wollte auch gerade sagen, ich weiß nicht, wie ich den Absol hier Schaden zufügen soll, aber wenn es dank Finksys Flammkörper sich ein wenig verbrannt hat, ist das dann doch schon ein wenig, ja, einfacher geworden. Und wenn wir den Hyperball werfen, es verbrannt ist, ein wenig Leben verloren hat, könnte das ja schon mal etwas besser werden. Einmal gewackelt und wieder raus. Heißt natürlich immer noch nicht, dass es gut ist. Aber wenn wir jetzt hier ein wenig durchhalten und das, ja, Absol immer mehr Schaden durch den Brand hier bekommt, dann könnten wir das, wenn wir auch konstant weiter hier die Hyperbälle werfen, durchaus schaffen, das Absol zu fangen. 1, 2, 3 und gefangen. Ich wusste es doch. Gut, Absol möchte ich keinen Spitznamen geben. Nein, danke, das möchte ich jetzt nicht. Gut, dann gehe ich mal in meine Pokémon-Sektion hier rein. Gebe Absol mal natürlich ein Item. Und zwar den frisch erhaltenen Absol-Need. Ja, ganz klar. Dann werde ich nochmal regenerieren. Mal das Absol auch kurz heilen. Hier, Feuerheiler habe ich nie gebraucht. Jetzt hast du einen Feuerheiler bekommen. Wunderbar. Hier, guck mal, hier, wir können eigentlich Absol noch was geben. Dieses Herzkonfekt hier. 20 KP, komm, Absol, für dich gibt es den vollen Luxus hier. So, dann packen wir das mal nach vorne und dann schauen wir mal, was das so alles hier reißen kann, unser Absol. Und ironischerweise finde ich gleich danach noch ein Absol. Wow, aber wie dem auch sei, wenn wir hier den Knopf für die Mega-Entwicklung drücken und dann den schönen Rückzug machen, werdet ihr sehen. Los, Mega-Ring! Das Absol wird diese richtig, richtig coole, edle, anmutige Gestalt bekommen. Da seht ihr sie. Sehr, sehr anmutig. Habt ihr auch schon bei Sirena gesehen. Und das Coole ist, dieses Absol hier in der Mega-Entwicklung, das bekommt eine gewisse Fähigkeit. Und zwar bekommt das Absol die Fähigkeit Magiespiegel. Sprich, wenn so eine schöne Attacke wie Klebenetz kommt, die das ganze gegnerische Team beim Einwechseln ein wenig langsamer macht, beziehungsweise die Initiative senkt, dann wird diese Attacke auf den Anwender zurückgeworfen. Und das hat Absol auch nur in seiner Mega-Form. Und wie ihr gesehen habt, ist Absol auch mega stark und kann ordentlich reinhauen.
Gut, aber sofern wäre das auch zu mega Upsoll. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, Mann, was soll denn der Quatsch? So viel Aufwand, du hast jetzt extra nach dem Upsoll gesucht. Nur damit ihr vielleicht einen Kampf seht oder sowas. Ja, das ist natürlich jetzt eine blöde Sache, dass ich jetzt hier vielleicht nicht viel gezeigt habe. Aber ich dachte mir, ihr habt es bei Serena gesehen, einmal das Auftreten. Ihr habt jetzt die Animation bei uns gesehen oder, ja, jetzt wenn der Trainer das anwendet, der das Upsoll auch benutzt, dann habt ihr ein bisschen was vom Kampf gesehen. Und das ist der besondere Bonus, den ich in dieser Episode für euch vorbereitet habe oder den ich euch in dieser Episode geben werde. Denn ich habe mich mal ein wenig an Online-Kämpfen versucht in den letzten Tagen, habe ein wenig ein Team zusammengebaut und da sind einige Kämpfe bei rumgekommen. Und wie, es ist kein Kampfvideo vorhanden. Kampfvideos können zum Beispiel während eines Link-Kampfes aufgezeichnet werden. Mensch, ich hab doch ein... Was ein Quatsch! Jetzt wollte ich euch hier gerade total special, total besonders, wollte ich euch hier gerade ein Kampfvideo zeigen. Ich wollte euch hier gerade zeigen, wie cool ich gekämpft habe oder, ja, wie stark ich gekämpft habe. Da gab es nämlich auch einen Kampf mit einem Mega-Upsoll als Gegner, was mir ein bisschen zu schaffen gemacht hat, was ich aber relativ gut ausschalten konnte. Was ich aber auch eigentlich als Kampfvideo gespeichert habe. Und ich frage mich, Kampfkamera? Wieso da nichts aufgezeichnet wurde? Sehr komisch, muss ich sagen. Das ist natürlich eine blöde Gelegenheit und eine blöde Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Dann werden wir das mit den Online-Kämpfen ein anderen Mal machen. Ich werde mich dem Problem mal annehmen, werde mal schauen, wie das hier aussieht mit der Kampfkamera, ob es da irgendwie wegen den Nintendo-Servern Probleme gab. Werde gucken, ob ich noch einen coolen Kampf für euch zusammenbekomme. Und ansonsten habt ihr, denke ich mal, auch was vom Mega-Upsoll gesehen. Bei Serena und auch jetzt bei mir. Ansonsten würde ich aber auch sagen, ja, wäre es dann von dieser Folge. Also es ist natürlich eine blöde Geschichte jetzt hier mit dem Online-Kampf. Werde ich aber mal schauen, wie ich das reparieren kann. Und ansonsten werden wir uns dann in der nächsten Episode aufmachen nach Fluxia City zur Sonnenuhr. Und mal schauen, was Professor Platon da für uns bereithält. Aber ansonsten würde ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Zusehen bedanken. Hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Hey, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y. Nachdem wir uns in der letzten Episode hier in Batiga City ein wenig näher mit der Kontakt-Safari vertraut gemacht haben, in der man ja über die Freundescode seiner registrierten Freunde auf dem 3DS dann dementsprechend neue Pokémon ergattern kann. Und nachdem wir uns dann hier das Kampfhaus, so gesehen eine Art Duellturm, angeschaut haben, werden wir dann in dieser Episode mit einer kleinen, noch wirklich ganz kleinen Sache hier in Batiga City fortsetzen oder fortführen. Und zwar ist es so, wenn man einmal das Kampfhaus betreten hat, ein kleines Kämpfchen gemacht hat, wird hier oben Serena bzw. Kalem, je nachdem ob man ein Junge oder ein Mädchen ist, in unserem Falle dann Serena, auf uns warten und sich ein letztes Duell mit uns liefern. Oder was heißt ein letztes Duell? Einen finalen Showdown wird es geben. Und danach habe ich noch eine weitere kleine Überraschung für euch auf Lager nach diesem Kampf. Hey Fabi, lass uns gegeneinander kämpfen und du wirst ein blaues Wunder erleben. Gerne doch. Dann werden mein Pokémon-Team und ich dich mal gehörig in Staunen versetzen. Na, da bin ich doch mal gespannt, liebe Serena. Was hast du denn nun zu bieten? Wer aufmerksam hingeschaut hat, sieht jetzt auch. Schaut an ihren linken Arm dran. Sie hat einen Mega-Ring. Und sie hat 6 Pokémon, also wenn das nicht mal ein spannender Kampf werden wird. Gut, auf jeden Fall wird hier erst einmal, ja, Psyagon in den Kampf geschickt auf Level 66. Da würde ich erstmal probieren, ja, okay, Mogelhieb, natürlich, da kann man schlecht dort machen. Aber ansonsten würde ich da erstmal probieren, schön mit Flammenwurf ein wenig soliden Schaden rauszuhauen. Muss ja auch nicht so viel sein, wunderbar. Die Psychokinese, die stecken wir eigentlich locker weg, kann man sagen. Ja, da ist es locker weggesteckt. Und dann kommt ein weiterer Flammenwurf, weil wir so